So, weiter geht's hier in WoW Burning Crusade. Ich habe jetzt ungefähr ja eine Dreiviertelstunde auf die Post gewartet, kam auch endlich. Ist es Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn gewesen. Ja, der hat morgen Geburtstag. Und zwar wollte ich ja erzählen, was bei der Post passiert war. Ich hatte letzte Woche Montag bei Amazon ein Bild gekauft, so ein Holzbild. Ich sag mal, die Folge kommt eh nach seinem Geburtstag raus erst. Da kann ich das ja erzählen. Ein Holzbild gekauft 2003, also vor 18 Jahren. Und was in dem Jahr alles Besonderes passiert ist. Ja, dann, das sollte am Donnerstag kommen. Donnerstag kamen andere Sachen, die ich bei Amazon bestellt hatte. Moment, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir gehen erstmal darüber zu dem Pumpenwerk. Donnerstag kamen dann andere Sachen, die ich bei Amazon bestellt hatte. Und da habe ich mal bei den E-Mails geguckt. Ja, das Holzbild und noch eine andere Sache sind Mittwoch schon gekommen. Aber bei uns kam nichts an. Daraufhin habe ich einen Nachforschungsauftrag gemacht. Am Freitag kam dann der Postzusteller. Und ja, er hat einen Nachforschungsauftrag gekriegt. Er kann das nicht verstehen. Er hat das, hat die zwei Pakete Mittwoch bei uns abgegeben. Moment, ich muss mal hier einen Ton auf dem Headset ein bisschen leiser machen. So. Und jetzt habe ich gefragt, bei wem haben sie es denn abgegeben? Ja, es hat niemand aufgemacht, bis es geklingelt hat. Ich habe es einfach vor die Tür gestellt. Und da habe ich den erstmal zur Sau gemacht, weil wir haben keine Ablagegenehmigung erteilt. Wartet der? Wir können ja mal mitwarten. Wir haben keine Ablagegenehmigung erteilt. Und dann habe ich gesagt, das kann er nicht machen. Ja, Ende vom Lied war, wir haben das Holzbild jetzt nochmal zugeschickt bekommen. Und ja, das ist heute jetzt gekommen. Ich sag mal, er hat erst am Freitag, wir sehen uns erst am Samstag, weil meine Kinder wohnen ja bei meiner Ex-Frau. Und am Freitag ist der letzte Schultag. Muss ich mal gucken. Bleibst du hier, du Drecksau? Sehr schön. Gut, das war die Quest. Haben wir auch gemacht. Kurz bedanken. Gruppe verlassen. Moment. BB. So. Ja, und ich finde es eine Unverschämtheit, wenn die Post Sachen irgendwo hinstellt, wo keine Ablagegenehmigung erteilt wurde. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das dürfen die ja gar nicht. Und habe ich heute auch den Postler gefragt, also der unser Paket heute abgegeben hat. Und der hat gesagt, ja, er weiß auch nicht, was das für ein Vogel ist. Der kam hier in der Straße mit Namen an, die er noch selbst noch nie gehört hat. Und das ist eigentlich unser Hauptpostzusteller. Der hatte scheinbar letzte Woche Urlaub. Ja. Schee. Erlittener Schaden um 50. So, hier müssen wir das Ding machen. Und dann heilen wir uns nochmal.
Und ja, auf dem Holzbild ist, er kriegt eine Menge zum Geburtstag. Er kriegt einmal einen Bilderrahmen, wo 6 10-Euro-Scheine drin sind, die so aneinander gelegt sind, dass es wie eine Million aussieht. Und da steht dann halt auch drauf, meine erste Million. Und ja, dann kommt Kevin da drüben auch noch dazu. Da er jetzt 18 wird, braucht er auch langsam eine Krücke bzw. eine Gehhilfe. Da kriegt er so eine Gehhilfe zum Aufblasen und einen Spazierstock zum Aufblasen. Und was kriegt er denn noch? Ja, Volljährigkeitstipp, was man alles beachten muss mit 18, was man alles darf und so weiter. Er kriegt dann noch einen Gutschein, weil er will demnächst seinen Führerschein machen. Ich habe mir da schon ein bisschen was ausgedacht. Ich sag mal, ist ja auch nicht alle Tage, dass das erste Kind... Boah, Alter, weg. Warum kommen denn so viele jetzt hier? Lass mich. Alter. Echt jetzt? Warum kamen denn so viele auf einmal? Haben die sie noch all? Wachposten der Blutschuppen hat euch entdeckt. Wachposten der Blutschuppen ruft um Hilfe. Klasse. Naja, egal. Wir sind lange nicht mehr gestorben. Ja, ich sag mal, das erste Kind... das gleiche werde ich auch für meine Tochter machen. Ich hoffe, die sieht die Folge nicht. Wird aber ein paar andere Geschenke noch dazu kriegen. Und ich sag mal, fürs erste Kind, ja, es ist halt schon was Besonderes, wenn es der eigene Sohn oder die Tochter 18 Jahre alt werden. Das ist jetzt ja nicht so wie ein 25. Geburtstag. Also 18 ist da schon was Besonderes. Ich feiere zum Beispiel meine Geburtstage wirklich nur noch, wenn sie rund werden. Also das letzte Mal vor 2 Jahren bin ich 40 geworden. Davor habe ich meinen 30. das letzte Mal gefeiert. Irgendwann hört es halt auch auf mit den Geburtstagen. Ich sag mal, ich habe eine Menge Freunde... Aber ich muss da nicht jedes Jahr meinen Geburtstag groß feiern. Das habe ich als Jugendlicher, würde ich es jetzt nicht nennen, als junger Erwachsener habe ich das gemacht. Aber heute, Geburtstag, toll. Wird dann ja älter. Ja, irgendwann freue ich mich dann, oh, ich bin näher an der Rente dran. So, die müssen wir später auch noch killen. Die Quest bekommen wir hier in der Orebor-Zuflucht. Aber da... Die machen wir später. Wir machen jetzt erstmal hier rüber. Zu dem letzten See, der Sumpflichtsee. Da müssen wir auch noch die Pumpenstation kaputt machen. Hier ist Horde-Stützpunkt. Ach nee, hier ist irgendwo der Horde-Stützpunkt. Ja, so ist das. Ja, ich war auch froh, dass ich heute daheim war. Weil ich wusste ja nicht, welcher Postbeamter jetzt kommt.
Und war halt auch froh, dass es unser Standard-Postzusteller war. Das gleiche Problem im Abstellen von Post hatten wir letztens auch mit Hermes gehabt. Also ich bekomme, den müssen wir auch später noch killen, ich bekomme jeden Monat Münzen von MDM. Also ich bin auch Münzsammler. Jetzt nicht jede Art von Münzen, also sowas wie James Bond Münzkollektion. Da kannst du Geld für ausgeben, kannst du es aber auch lassen. Das wird später nicht so viel wert sein. Und ja, ich habe da verschiedene andere Münzen, Titanmünzen zum Beispiel. Ich habe diese 5 und 10 Euro Münzkollektion mit diesem Polymerring. Was habe ich denn noch? Ich habe noch die 2 Euro Gedenkmünzen, prägefrisch. Aus jeder Prägestätte in Deutschland. Und ja, wenn du sowas sammelst und da kommt schon ein Betrag gut auf dich zu. Und manchmal kommen dann noch so Sammelalben dazu. Und das wird dann in einem Paket verschickt. Und meistens von Hermes. Und ja, es war keiner daheim, wie der Fahrer das hierher gebracht hat. Da hat er es einfach vor die Tür gestellt. Scheinbar. Und ist natürlich nicht angekommen. Wir waren an dem Wochenende nämlich auch gar nicht daheim. Und ja, da ist halt nichts angekommen. Und das war ein Wert von, jetzt müsste ich lügen, echt jetzt, das war ein Wert von 180 Euro, glaube ich. Ja, und die Fahrer, die sind dann halt auch ziemlich pissig, wenn sowas verschwindet. Aber da sage ich ganz ehrlich, dann sollen sie es nicht dahin stellen, weil die müssen es dann aus eigener Tasche bezahlen. So, bei den Glühkappen bekommen wir leider keine. Ja, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Warum kriegen wir bei denen jetzt keine? Wir hatten doch, wie wir an dem anderen See gekillt hatten, hatten wir doch bei denen, bei den Sklaven, hatten wir doch Ruf bei der Expedition des Szenarios bekommen. Komisch. Ich muss mich mal heilen. So, da drüben seht ihr auch schon die letzte Pumpenstation. Und wir brauchen noch 12 Naga-Klauen. Echt jetzt? Och Leute. Geh mir hier doch nicht auf den Piss. Die brauche ich nicht. Die geben keinen Ruf. Die geben ein bisschen Gold und andere Sachen, die man nicht braucht. Oh, nein, 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 nein. Was? Also 50% des erlittenen Schadens wird mit dem anderen geteilt. Okay. Deswegen sind die auch so auseinandergerannt eben. Und ihr seht auch schon, hier sind höherstufige Mobs, also 63, 64. Bei den anderen Pumpenstationen waren sie etwas niedriger.
So, den killen wir. Echt jetzt. Warum verlieren die eigentlich immer nur eine Nacke? Ist doch kacke. So, haben wir hier. Doppelkappe kann ich nicht machen, oder? Nee. Du rennst aber nicht weg, oder? Nein, macht er nicht. So, dann hau ich einmal die zwei drauf. Mal das hier anregen. So. Gut, hier drüben ist die letzte Pumpenstation. Die machen wir heute noch. Und dann war's das für uns heute. Ja, kann ich nicht machen. Dampfpumpenvorarbeiter. Ja, den müssen wir auch noch killen jetzt. Ja, verfehlt. Ausgewichen. Getroffen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir machen morgen hier weiter.